Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video meinerseits. In diesem Video dreht sich alles um die Angelei an großen französischen Barrageseen. Diese Stauseen haben eine Fläche von mindestens 300 Hektar und gegen oben sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Zurzeit befinde ich mich Mitte Juli mit meiner Freundin Julia und unserem Hund Sammy an einem ca. 500 Hektar großen Barragesee im Zentralfrankreich. Wie ich hier vorgehe und wie ich zum Erfolg komme oder auch nicht, präsentiere ich euch hiermit und wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Vom Futterplatz, nachdem wir 5 Stück verloren haben. Ja, ein kleiner Schuppmann, aber schön zu sehen, dass es fruchtet und der Futterplatz ist angenommen. Die springen da im 10-Minuten-Takt drauf. Jetzt müssen wir es nur noch die Dicken rankriegen, aber ein schöner Start in den Tag auf jeden Fall. An solchen Stauseen gehe ich mit der Futterstrategie oder der Location eigentlich immer gleich vor. Es sei denn, ich bin an einem alten Stausee mit einem sehr geringen oder kleinen Fischbestand an alten und großen Fischen. Da ist es immer ein bisschen schwieriger und die Fische kennen schon viel, da gehe ich anders vor. Sonst mache ich es eigentlich wie folgt. Ich suche mir im Uferbereich einen Punkt zwischen 5, 6, 7 Metern mit einer harten Stelle und suche mir einen zweiten Anhaltspunkt weiter draußen, meistens Richtung altes Flussbett, so zwischen 18 und 24 Meter. Dort setze ich meine beiden Marker und fütter somit einen Streifen von Punkt A raus in die Seemitte zu Punkt B. Diesen Streifen fütter ich meistens eigentlich relativ simpel mit einer Diffi-Size-Mischung, sprich 16, 20, 24 und 30 mm Boilies. Jetzt in diesem Falle haben wir zurzeit sehr viele Fische am Platz, fangen sehr viele Fische oder haben Piepser, wo die Fische
die 30er Hakenköder in den Mund kriegen, aber sich nicht haken. Deswegen steige ich jetzt um. Ich habe jetzt zweimal an zwei Tagen je 10 Kilo Defi-Size verteilt und ich werde jetzt nach und nach nur noch gehärtete 30 mm Murmeln füttern. Ich hoffe einfach so, dass ich ein bisschen selektiver angeln kann und dass die Großfische einfach noch mehr zu fressen haben und die Kleinfische sich irgendwann vom Acker machen. So genau kann man das nicht sagen, aber mit der Strategie staffel ich meine drei Routen immer an Stauseen und es funktioniert eigentlich so gut wie immer, wenn die Fische auf Futter reagieren. Morgens pfifft die Rute los auf dem großen Futterplatz. 30er Almighty, 20 mm Cruster Shea am Blowback Rig mit unserem LS Pro Haken und dem Implex.
Fische springen auf dem Futterplatz. Läufe sind jetzt ja die letzten 2 Stunden aber nur 3-4 gewesen. Ich denke mal, die Fische stehen im Mittelwasser. Deswegen probieren wir jetzt mal was ganz Besonderes. Einfach nur ein Wafter, ohne Blei, ohne nix. Einfach mal über dem Futterplatz runterlassen und gucken, was da so geht. Und der erste hängt. Zack. Geht ab wie Sau. Ja, leck. Geil. Der Plan ging voll auf. Fisch. Die haben einfach richtig Dampf über dem tiefen Wasser. An freier Leine auf dem Wafter. Das kann was. Und dass sie langsam über den Futterplatz runter sinken. Die Fische stehen halt komplett auf dem Platz. Und der nächste. Zack, auf geht's. Ja, wieder ein kleiner Schuppi. Oder ein kleinerer Fisch, aber ein Schuppi diesmal. Hat sich den Wafter direkt beim Absinken reingezogen. Unfassbar. Ich lasse jetzt gerade wieder runter, langsam. Und der nächste. Das ist unfassbar. Boah, leck. Er hat ordentlich Dampf. Ey. Schuppi. Ja, sind so die Standardfische hier, die Größe. Und weiter geht's. Der nächste. Tja, so kann man seinen Futterplatz ergiebig abfischen, wenn die Fische nicht auf dem Grund laufen. Und man keinen Bock auf Secret hat, sondern lieber so auf eine Art Stalkerei. So, der nächste. Schöner kleiner Spiegel, Mann. Ja, läuft. Die Dicken fehlen einfach. Aber Laune macht es. So, der erste bessere Fisch hat sich jetzt auch den 30er Schnee mal reingepfiffen. Auf 18 Meter Tiefe, hat einen ordentlichen Drill hingelegt. Und der will auf jeden Fall wieder schwimmen.
So, für die letzten zwei Nächte haben wir jetzt noch einen Gewässerwechsel gemacht, wo ich weiß, dass gute Fische drauf sind, viele gute Fische. Und ja, das Gewässer ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich habe es noch nie im Sommer befischt, mega viel Kraut. Aber der fette 20 Kilo plus hat sich den Pop-Up trotzdem schmecken lassen. Direkt über dem Bodenkraut, ein paar Whiteberries. Ja, Mann, geil.